Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten, Teil, zur nächsten Folge, zum nächsten Part, zum nächsten gestückelten Teil von Sam und Max. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, Episode 2 ist angesagt. Situation Comedy nennt sich das gute Stück. Und ich habe es gestern durchgekriegt. Wirkt am Anfang sehr lang. Und ach du meine Güte, wir kommen nicht vorwärts. Und dann kommt das Ende doch sehr überraschend. Also, wir fangen jetzt einfach mal mit einem neuen Spiel an. Ich möchte euch das ja schließlich zeigen und nicht nur davon erzählen. Ja, klar. Telltale und GameTap präsentieren. Jetzt neu in Gelb. Na, ich geh ran. Da! Ich hab's. Hallo? Ja? Ja? Ach du grünlich, grausam, grell geschminkte Gefahr. Wir sind schon so gut wie unterwegs. Wer war's? Schon wieder der Anwalt der Pfadfinderin? Das war der Commissioner. Du ahnst ja nicht, welch unangemessen berühmte TV-Persönlichkeit es diese Woche an die Spitze der Fahndungsliste geschafft hat. Phyllis Diller, Gavin MacLeod, Wink Martindale? Knapp daneben, Myra Stump, der geliebte Schrecken des Vorabendtalks. Myra? Wie in America's Mom, die Frau, die Tom Hanks zu einem Haarschnitt aufgefordert hat? Mach keine Scherze. Sie hält ihr Publikum als Geiseln und verteilt unter den Leuten gegen ihren Willen wertvolle Geschenke. Normalerweise bin ich ja gegen die Verwendung des Wortes heimtückisch, aber das hier ist eindeutig heimtückisch, glaube ich. Wir müssen sofort zum Sender fahren oder zumindest bei nächster Gelegenheit. Klasse, seitdem Sie mein sogenanntes Leben abgesetzt haben, habe ich immer den Drang nach Schädelspalter. Ja, also ihr merkt schon, abgehackt werden die Dialoge hier immer noch. Leider. Aber das soll uns nicht davon abhalten. Erinnerst du dich an unsere Motorradtour durch den Mittleren Nur Westen? du und ich und die Polizei von 7 Bundesstaaten. Und das war der ruhige Teil. ja. Sehr angenehm. So, viel gibt's hier nicht. Neues Den zumindest. Videorekorder habe ich aus dem Supermarkt. Verstehe, Qualitätsware also. Riecht aber immer noch etwas nach Spargel. Jemand hat mir mal erzählt, das Zeug in Lavalampen gäbe eine prima Handcreme ab. Das war ich. Darum habe ich es ja auch nie ausprobiert. Ah, Brady Cultures Haare. Ein unpraktisches, aber bezauberndes Erinnerungsstück an unseren ersten Fall seit langem. Er hat geheult wie ein krankes Känguru, als ich sie ihm abrasiert habe. Das ist ein Teil aus dem ersten hier, aus Hit the Road. Wir sollten Jesse James Hand mal schätzen lassen. Ich wette, sie ist besonders wertvoll. Ist ja schließlich. Ja. So, beim Rest gibt's nichts Neues. Außer hier den Anrufbeantworter. Die Schubladen sind nur aufgemalt, damit der Tisch mehr hermacht. Ah ja. Wir gehen aber erstmal Bosco besuchen, bevor wir ins Filmstudio fahren.
Das goldene Alien-Liebesdreieck scheint ausverkauft zu sein. Ex-Brady Culture hinter Gittern. Endlich ist er berühmt geworden. Im Polizeibericht. Sieht wie Knabberzeug aus. Ist aber sicher wieder Aquariumschotter. Ich hatte schon Schlipp. Aquariumschotter. Ach, herrlich. Sieh an, Samuel und Maximilian. Was zum... Ihr fragt euch sicher, woher ich euren Namen kenne. Nicht wirklich. Psst, ich bin's, Bosco. Was soll das mit der umgedrehten Salatschüssel, Bosco? Bosco? Ich kenne niemanden dieses Namens. Ich bin Lord Reginald Rumpelbottom, Earl of Dukedom, der Dritte. Sam, was für eine Sprache spricht... Bin mir nicht sicher, Max, aber es könnte snobbelisch sein. Aber mal im Ernst, warum machst du jetzt einen auf Brit? Weil sie alle hinter mir her sind, deswegen... Ja, das haben wir auch gehört. Ich musste mich verkleiden, um sie von meiner Fährte abzulenken. Oh, jetzt werden sie mich niemals... Sie würden noch nicht mal wissen, wo sie mit der Suche beginnen... Schlauheit siegt. Welche kranken Mächte des Bösen plagen dich denn diesmal? Es sind die Skinbodies, Mann. Sie sind hinter mir her. Skinbodies? Klingt wie ein Haufen streitlustiger Nudisten. Oh nein, diese Skinbodies sind wie Skinheads, aber 10-mal schlimmer. Bist du sicher, dass sie nicht 100-mal schlimmer sind? Ja, vielleicht sogar 100-mal. Vielleicht auch eine Million. Diese Skinbodies, was tun sie dir an? Sie klauen meinen, entwenden, meinen Rasierschaum. Warum sind sie ausgerechnet hinter deinem Rasierschaum her? Natürlich, damit sie ihre Körper rasieren können. Aber natürlich. Ich will ja nicht unhöflich sein. Aber warum hält dein super-duper-Verteidigungssystem die Skinbodies... Nun, nach dieser ganzen Videolieferungsverschwörung hielt ich es für besser, etwas zu basteln, das die Leute daran hindert, Sachen... Und? Und so musste ich mir halt einige Hightech-Sensoren von Betas ausleihen. Mit der Folge, dass nichts mehr die Leute daran hindert, Sachen aus deinem Laden zu tragen. Ach, verflixt! Ich wusste doch, dass ich etwas vergesse. Haha. Wir möchten was kaufen. Hm, ja sicher. Nur zu. Was hast du? Nun, ich hab noch eine Dose Rasierschaum, die die verdammten Skinbodies noch nicht required haben. Oh ja, ich liebe Rasieren. Komisch, ich habe noch nie gesehen, wie du dich... Ich meinte ja auch nicht mich selbst. Und dann hätte ich noch eine höchst sonderbare Gerätschaft unter... Mit welchem sonderbaren Gerät willst du uns diesmal abzocken? Das ist die jüngste Boscotec Innovation. Eine köstliche Erfindung, die ich den chemischen Stimmenmodulator nenne. Stimmenmodulator? Was ist das? Ich glaube, das ist selbsterklärend. Wir haben wirklich nicht die Zeit, es uns selbst zu erklären. Warum erklärst du es uns nicht? Nun, es ändert die Frequenz deiner Stimmmoleküle. Sehr praktisch, sehr praktisch. Wir möchten diesen Stimmenmodulator. Das macht dann 30 Shillings. Klar, aber ich habe unsere Shillings in meiner anderen Hose gelassen. Was ist da? Mal sehen. 30 Shillings wären ungefähr 1 Million amerikanische Dollars. 1 Million Dollar? So viele Strafzettel können wir gar nicht auf... Ich glaube, wir brauchen völlig neue Einnahmequellen, um an diesen Stimmenmodulator zu gelangen. Er ist jeden Shilling wert. Glaub mir. Wir nehmen deinen letzten Rasierschaum, alter Kumpel. Hervorragend! Wunderbar! Bringt ihn einfach an die Theke! Hast du kostenlosen frischen Knoblauch? Nein! Hast du diese feinen Lederjacken? Nein! Hast du Kaugummikugeln in der Größe deines Kopfes? Nein! Hast du... Eine +2-Plattenrüstung unbegrenzter Drückbarkeit? Nein. Hast du Pizzspender mit dem Kopf des berüchtigten mexikanischen Revolutionärs Pancho Villa? Nein. Hast du Ketchup? Nein. Oh, warte. Hab dich. Verdammt! Zum Teufel mit dir, verflixt!
Hast du kostenlosen frischen Knoblauch? Nein. Wir brauchen momentan nichts. In der Tat. Hände hoch, Bosco. Du kommst jetzt mit uns. Um Himmels Willen! Was hat das zu bedeuten? Wir nehmen dich wegen Vorspiegelung eines Mannes von Klasse und Würde fest. Was zum Teufel soll das? Ihr scherzt doch sicher. Aber natürlich. Immerhin kannst du jetzt auch die Polizei auf deine lange Liste Paranoia verursachter Albträume setzen. Also wirklich, ich muss doch... Danke, Bosco. Schon gut. Herzliches Tschüss. Ja, dann nehmen wir uns nochmal den Rasierschaum. Ich könnte eine Rasur vertragen. Finde ich auch. Dein Nachmittagsschatten reicht schon bis zu den Knöcheln. Hut weg, Schwein, Hund, Schweinehund. Die Straßen gehören den Skinbodies. Verdammt verflixt und zugenäht. Der kleine Mistkerl hat es schon wieder getan. Ihm nach, ich meine, Weidmannsheil. Weidmannsheil, Idiot. Ja, jetzt müssen wir die erstmal fangen. Die gurken hier auch ständig immer vorne lang, bis man es dann tatsächlich geschafft hat, sie anzufangen zu holen. Wo geht's hin, Sam? Hey! Niemand hält die Skinbodies auf! Den Ratten hinterher. Da sind sie. Schnappen wir sie uns. Wie können diese lächerlich kleinen Räder nur so schnell sein? Ihr kriegt uns nie. Niemand kann die Skinbodies aufhalten. Übernimm mal das Lenkrad, Kleiner. Das wurde auch langsam Zeit. So, jetzt müssen wir die genau in Richtung Moment vor so ein Loch schießen hier. Hey, der Rasierschaum! Okay, festhalten, Kleiner. Mami! Einbahnstraße. Einbahnstraße, Sackgasse. Welch passende Metaphern für die menschliche Existenz. Erinnere mich, dass ich dir neue Pillen besorge. So, jetzt haben wir den Rasierschaum. Also, die fahren immer quasi ganz geschickt an dem Loch vorbei. Man muss im richtigen Moment sie so anschießen, dass sie in das Loch fahren. Das ist der ganze Trick. Die Flaschendrehmeisterschaft steht kurz vor der Tür. Ich mag besonders die Sudden-Death-Entscheidungsrunde, wenn sie mit Molotow... mit Molotow-Cocktails spielen. Ah. Hier war früher mal Lefties Werkzeugverleih. Der gute alte Lefty wird mir fehlen. Den konntest du doch nicht ausstehen. Hast ihm sogar mal einen Dreier-Steckschlüssel ins Auge gerammt. Ja eben. Schöne Zeit. Der Cocktail heißt Molotow, der Hauptgang heißt Kalaschnikow. So, Alien Love Triangle. Da hat sich jetzt wieder einiges geändert. Sam, Max, wie schön euch zu sehen. Ihr habt nicht zufällig freizügige Fotos von kleinen grünen Männchen mit Frühlingsgefühlen dabei, oder? Das ist meine neue Laufbahn. Ich veröffentliche eine Zeitung, die sich auf die aufmerksame Analyse bewegender Nachrichten spezialisiert, die für mich und Leute wie mich interessant... Und wie heißt sie? Das goldene Alien-Liebesdreieck. Also bist du jetzt im Zeitungsgeschäft? Was ist aus der Psychotherapie geworden? Das Unterdrückte und das Sinnliche hat mich schon immer fasziniert. Genauso wie den Leuten über beides zu viel mitzuteilen. Die Veröffentlichung des Goldene Alien-Liebesdreieck ist eine logische Erweiterung all meiner bisherigen Laufbahnen. Außer vielleicht Sprecher. Aha. Machst du nebenbei auch noch Psychotherapie? Nur mit Außerirdischen. Das engt deinen Kundenkreis wohl ein wenig ein.
Nein, nicht wirklich. Wie wär's mit einer schnellen Analyse um der alten Zeiten willen? Hm, na gut. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 4. 2. Du bist selektiv audioabweisend. Mir gefällt dieser Klang nicht. Hä? Wie wär's mit einer weiteren schnellen Analyse? Hm, na gut. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 4. 3,5. Du hast Schuldgefühle wegen früheren Gefühlen des Bedauerns. Das ist so wahr. Aha. Wie wär's mit einer weiteren schnellen Analyse? Hm, na gut. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 4. 1. Du hast grenzenlose Apeirophobie. Was ist das? Das Übliche. Aha, das Übliche. Wie wär's mit einer weiteren schnellen Analyse? Hm, na gut. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 4. 2. Klingt für mich wie inverse Paranoia. Was meinst du damit? Mhm, habe ich mir gedacht. Sehr interessant. Hä? Es geht doch nichts über guten, hartnäckigen Journalismus. Du sagst es. Es ist Zeit, echte Antworten auf die echten Fragen zu finden. Zum Beispiel, warum die armen Viecher das verdient haben. Nein, was Aliens in Sachen Romantik so tun, ob sie sich lieben, wie bekommen sie ihre außerweltlichen Aufregungen? Indem sie an Spielautomaten stehen? Das würde erklären, warum man sie so... Ah, ja. Hast du etwas Interessantes erfahren, seitdem du diese Liebespostille ins Leben gerufen? Ich habe erfahren, warum Elvis eine so überirdische Stimme hat. Elvis war kein Alien. Aber sicher, er trug einfach Make-up, um seine smaragdgrüne Haut abzudecken. Ganz ehrlich, Sybil, dieses Projekt ist beunruhigend und auch schrecklich intim. So wie wenn Stephen King eine Massage mit heißer Butter bekommt. Oh, du hast die Ausgabe der letzten Woche. Ist sonst noch jemand ein Alien und wir wissen es nicht? Dr. Phil. Na, das versteht sich doch von selbst. Ist sonst noch jemand ein Alien und wir wissen es nicht? Ja. Ah. Wir kommen wieder. Achtet auf die Vorräte. Ja. Sie hat hier eine Geschichte über zwei Hygieniker aus Walla Walla und einen amorphen Schleimschimmel vom Saturn. Ist das die, bei der Sie am Anfang in eine Bar kommen? In einen Waschsalon, aber dicht dran. Sind das diese besonders weichen Taschentücher mit Aloe Vera? Nein, die sind mit Chloroform getränkt. Einige meiner Patienten waren etwas schwierig. Es wird spät. Hey Sam, wenn es immer später und später wird, wie kann es dann manchmal früh sein? Das ist eines der großen Mysterien, Kleiner. So, ist hier jemand drin? Nein. Okay. Da ist nichts Nützliches. Dann gehen wir wieder. Nein. Tabloid Rack. Aha. Wo geht's hin, Sam? Das Fernsehstudio. Au, ja! Tja, hier sind wir, Max. Der Fernsehsender mit Programmen, die zu alt sind, um zeitgenössisch zu sein und zu neu für Retro und dennoch ausreichend geklaut, um populär zu sein. Warp TV. Fernsehen ist so hirnlos, dass ich einfach zuschauen muss. Verdächtig ruhig hier drin. Wirklich geheimnisvoll. Nun gut, suchen wir diese Myra und prügeln etwas guten alten Verstand in sie hinein. Egal, ob wir was in sie hinein oder aus ihr herausprügeln. Hauptsache, es wird geprügelt. Du machst mich fertig, Kleiner. Der Spruch hier hinten. This door will be locked and the camera switched on for an impromptu reality show. Ah. Ja, also die,
in Case of a Fire, also wenn ein Feuer ausbricht, wird diese Tür verschlossen und die Kameras werden angeschaltet für eine improvisierte Reality-Show. Sehr nett. Ah, stimmt, hier gab es ja auch noch was, einen Regiestuhl. Da ist ein fallender Stern drauf. Ja, 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 tralala, so schnell kann der Ruhm verbrennen. Oh ja. Barrel Haven. Woher kommt denn dieses Märchenset? Eindeutig von einem Werk mit unvergleichlichen künstlerischen Visionen und emotioneller Deswegen habe ich es wohl nicht gesehen. Tja. Einst für Äpfel verwendet und nun für Hinterteile. Hey, Schauspieler nur hier hinten. Aber wir sind von der Polizei. Aber klar doch. Tritt beiseite, lässig gekleidete Bühnenhilfe. Wir sind Sam und Max, Freelance Police. Wir sind gekommen, um ein paar lächerliche Geiseln aus den Klauen einer... Gut, ich werde euch gleich hier aufhalten. Erstens bin ich keine Bühnenhilfe, sondern die Regisseurin. Die Regisseurin. Zweitens sagst. Machen wir keine Vorsprechen mehr für Tierpolizisten mit verkrüppelten geistigen Fähigkeiten und Tanzwut. Oh nein, wir sind keine Schauspieler. Das stimmt wirklich. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben keine schlechtere Schauspielerei gesehen. Und ja, ich habe Keanu Reeves Leistungen in Toast, das Musical, Sam, gesehen. Ich glaube, mein hypersensibles Ego muss gestreichelt. Schau dabei nicht mich an. Der Nächste. Wer ist der Nächste? Du scheinst wohl nicht zu kapieren, dass wir höchst unausgebildete Polizisten sind. Hut ab vor eurer Hingabe, Jungs. Aber die Nummer mit der Polizei kaufe ich euch nicht ab. Ich fühle mich so entwertet. Wir suchen nach Myra Stump, dem geliebten Schrecken... Nehmt diesen Namen nicht in meiner Gegenwart. Welchen Namen? Myra? Oder... Weder den einen noch den anderen, noch beide. Was ist dein Problem mit Myra? Sagen wir mal, dass Myra und ich kreative Differenzen haben. Ich bin kreativ, sie nicht. Sorry, wie war doch gleich deine Frage? Warum der Hass zwischen dir und Myra? Siehst du, Myra macht ihre Show auf ihre Weise und ich mache alle anderen Shows auf meine Weise. Wenn sie mich nicht auf ihrem Set will, dann ist mir das auch egal. Du meinst, es ist dir nicht egal, denn wenn es dir egal wäre, wäre es dir in gewisser Weise nicht egal, was nicht wirklich... Nö, ist schon richtig. Es ist mir egal. Genauso wie das, was du gerade sagst. Hoppla! Sei ruhig, Dummkopf. Was machst du hier überhaupt? Was ich hier mache? Ich überwache das Vorsprechen für Großstadt-Cowboys. Und was macht ihr hier? Großstadt-Cowboys? Die von der Kritik zerrissene, aber vom Publikum sehr geliebte Sitcom über zwei Viehzüchter, die sich mitten in... Ja, gut zusammengefasst. Stellst du Komparsen ein? Nein, ich stelle die Stars ein. Die beiden Hauptdarsteller sind vor ein paar Tagen zu Myra gegangen und ich habe seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Ich brauche schnellstens Ersatz. Sam, hast du das gehört? Wenn wir ein lausiges Vorsprechen überstehen, gehört uns endlich der Sitcom-Star. Ein raketengleicher Aufstieg zum Ruhm dank des substanzlosesten aller Gründe. Das ist wirklich... Wir möchten uns für den angebotenen sofortigen Star-Ruhm bewerben. Ihr wollt vorsprechen? Naja, wenn sonst noch jemand hier wäre, würde ich euch sagen, dass ihr euch das aus dem Kopf schlagen solltet, aber... In Ordnung! Was sollen wir tun? Ihr sollt eine Szene aus Sein Freund Yellow spielen. Sagt mir, dass ihr die Serie gesehen... Ich stehe nicht so auf Horrorfilme. Es ist die klassische Geschichte. Junge findet Hund, Hund kriegt Tollwut, Junge erschießt Hund. Max, du spielst den Jungen. Ja, Junge. Das ist genau mein Ding. Und du spielst den Hund, Sam. Oh. Bist du bereit, Sam? Du musst so tun, als hättest du die absolute Tollwut. Verstanden? Was ist meine Motivation? Du bist ein tollwütiger Hund. Und jetzt, zeig mir Tollwut! Nein, geh tiefer in dich. Du solltest einfach schäumend tollwütig sein. Und jetzt wisst ihr, wozu wir den Rasierschaum brauchen. Brillant! Das nenne ich Krankheit. Danke, vielen Dank. Zunächst möchte ich all den kleinen Leuten danken, die... Mach mal hin. Gut, Max. Du hast gerade gemerkt, dass dein Hund der Wandelnde tot ist und dass du ihn zum Wohle der Allgemeinheit erschießen musst. Wirklich? Du bist traurig. Du bist verzweifelt. Du bist voller Kummer. Und jetzt, zeig mir das Gefühl.
Das nennst du Gefühl? Da habe ich ja bei Myra schon mehr gesehen und die sollte man zur nationalen Botox-Reserve erklären. Trauer, sagte ich. Gib mir Trauer! Ja, aber auch da haben wir zum Glück genau das Richtige dabei. Perfekt. Und jetzt kommt der schicksalhafte Augenblick. Trotz deiner tiefen Trauer musst du deinen geliebten Begleiter von seinem Leid erlösen. Okay. Idiot, welcher Teufel hat dich denn dabei geritten? Der Teufel namens Schauspielkunst, Sam, solltest du auch mal versuchen. Ein Glück, dass ich den Antihypnosehelm in meinen Hut eingebaut hatte, sonst hätte ich ein Loch zu viel in meinem Kopf. Bravo, bravo. Dieser Realismus, diese Authentizität. Ich dachte wirklich, du erschießt ihn. Wie hast du die Soundeffekte hingekriegt? Das möchtest du gar nicht wissen. Die Suche nach den Großstadt-Cowboys ist vorbei. Ihr seid engagiert. Geht zum Set nebenan und wir fangen sofort mit dem Dreh an. Beeilung, Sam. Wir haben nur noch 14 Minuten 55 Sekunden Ruhm übrig. Ja. Soundgeräusche. Gut, Leute, richten wir die Bühne her. Die gefeierten Moderatoren werden gleich hier sein. Ach ja, die Mannschaft arbeitet ja bei Myra. Dumme, untalentierte Fettbacke. Warst du nicht gerade... Ich glaube, sie hat gerade die Gesetze der Physik durchbrochen. Entschuldigung, ihr wart sicher überrascht, wie oft ich das am Tag tun muss. Hier geht es hektisch zu. Ist uns egal. Sam und Max, vollendet professionelle Schauspieler, melden sich zum Dienst. Du hast gerade professionell... Ich wusste doch, dass ihr beiden genau die Richtigen für die Show seid. Wenn wir gerade beim Thema sind, könntest du uns die Show ein wenig erklären? Gut, hier ist die Zusammenfassung. In Großstadt-Cowboys spielt ihr zwei Viehzüchter, die in einer Wohnung in Manhattan eine Herde Kühe aufziehen. Mein Onkel Ernie hat das auch gemacht, aber mit Schweinen und nicht in einer Wohnung. Ich sehe nur eine Kuh. Es ist eine kleine Herde. Ihr schlagt euch so durch, klar? Verstanden. Also, ihr habt diesen Vermieter, Opa Flügelig, der auf seine Keine-Kühe-Klauseln besteht. Verteufelt unpraktisch. Ich beginne zu erkennen, wo der Übermut entsprießt. Genau. Flügelig platzt immer wieder herein und ihr versucht zu verschleiern, dass ihr eine Kuh in der Wohnung habt. Viele optische Gags und meistens entwickelt sich etwas Derbes daraus. Einfach genug, oder? Klasse. Wo ist das Skript? Nun, da haben wir ein kleines Problemchen. Die Kuh hat einen Großteil des Skripts gefressen, also müsst ihr Ad Libidum spielen. Ad wie bitte? Ja, spontan erfinden. Improvisieren eben. Ich schätze mal, darin hatten wir in unserem normalen Leben schon genug Übung. Keine Angst, ihr arbeitet mit Phil Flattermann zusammen, der den Flügelig spielt. Er ist ein begnadeter Schauspieler mit klassischer Ausbildung, Wiener Burgtheater und so weiter. Bereitet einfach eine lustige Aktion für ihn vor und... Alles klar. Sonst noch was? In der Tat, wir haben eine Zeile aus dem Skript gerettet und es ist wirklich wichtig, dass diese eingebaut wird. Sie ist das Product Placement, das die ganze Show finanziert. Einer von euch muss die Zeile einbringen. Ich mach das! Also Max, dein Text lautet, da hilft nur noch die ganz heftige Zahnpasta. Ich mag ihn schon richtig. Wir sind so bereit, wie wir nur sein können. Lasset die Aufnahme beginnen. Gut, und denkt daran. Euer Vermieter steht vor der Tür und er soll nicht bemerken, dass ihr eine Kuh da drin habt. Fertig? Action! Mach die Tür auf! Ich weiß, dass ihr eine Kuh versteckt! So. Es werde Licht. Hey. Jetzt müssen wir die Kuh ein bisschen tarnen. Bitte sehr, ein echter Brüller. Aha, ich weiß, ihr habt. Nun gut, wer ist euer Gast, Jungs? Eine Kuh mit einem Lampenschirm. Der französische Küchenchef, der unsere unerklärliche und unersättliche Gier nach Omelettes und Ente à l'Orange befriedigt. Und Froschschenkel. Ich mag meine besonders knusprig. Ein französischer Küchenchef, ja? Ich liebe Baguettes und Croissants und die ganzen Leckerbissen. Ich war mal im schönen Paris, wisst ihr? Als ich noch in der Armee war. Oh ja, oh ja.
Herrje, wer hat denn das hier rumliegen lassen? So, den Teller, den brauchen wir auch noch. Hey, was ist das? Entschuldigung, was war das? Er sagte Mousse Bouvine, ein französisches Gericht, das unser Küchenchef zubereitet hat. Wunderbar, das werde ich versuchen. Wo ist der Teller? Irgendwie habe ich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Aha! Interessant. So kann man es auch nennen. Es hat einen vertrauten Beigeschmack. Schwarzwälder Fenchel vielleicht? Eher Uckermärker Weide, denke ich. Dieses Mousse-Zeugs ist wirklich gut. Wie nennt man es denn bei uns? Kuhfladen. Wirklich? Wie lustig. Es klingt wie... Jetzt? Jetzt. Da hilft nur noch die ganz heftige Zahnpasta. Reinzoomen. Und Schnitt. Das war Komödiengold. Der Sender wird es lieben. Natürlich. Ich bin in der Garderobe und frische meine Muse auf. Und ich will mindestens eine Stunde nicht gestört werden. Nette Arbeit, Jungs. Hier habt ihr einen Clip für euer Demo. Danke. Und jetzt alles wieder zurück auf Anfang. So, jetzt haben wir quasi dieses Set hier abgefrühstückt oder abgedreht und jetzt können wir jetzt quasi zum nächsten. In Manhattan zählt das als Aussicht. Und wenn es undicht ist, sogar als Meere. Ja. Ja, die Natur. So viel gibt es hier nicht, was man anklicken kann in Summe. Spielshowtür. Hallo? Hier könnte man ein wenig verschönern. Was ist eigentlich aus unserer Sprühfarbe geworden? Darüber verweigere ich die Aussage, da ich sonst mich selbst und einen bekannten Lokalpolitiker belasten müsste. Erzähl nicht weiter. Who's never going to be a millionaire? Schau mal, Max. Das ist die Tür zu Myra Set. Gehen wir rein und befreien wir ihr wortwörtlich gefangenes Sam, Publikum. Sam, vergiss die Geiseln. Hier ist eine Berühmtheit. Reiner Segen. Was für ein Segen? Reiner Segen. Erfinder der Prismatologie. Half Millionen die Macht ihres persönlichen Farbspektrums zu aktivieren. Ach, richtig. Der Bühnenzauberer, der zum Fröhlichkeitsguru wurde. Als ob wir davon nicht schon genug hätten. Ich möchte ihn treffen. Fein. Aber wenn er ganz magisch wieder irgendwem einen Regenbogenschmetterling hinter den Ohren vorzieht, verschwindet... Hallo, Reiner Segen. Hallöchen, ich bin Reiner Segen. Ja, das wissen wir. Und ihr seid Sam und Max von der Freelance Police. Ah, woher weißt du das? Glaubst du an Magie? Ich tue es jedenfalls. Was bringt dich denn zu Warp TV, Reiner Segen? Ich bin auch hier, um Myra zu treffen. Woher weißt du, dass wir wegen Myra hier sind? Verstehst du nicht? Als der ständige, ungläubige Thomas dieses Verbrechensbekämpfungsduos, ist es meine Bürgerpflicht zu sagen, wer weiß es. Gut, denk an etwas. Irgendetwas. Pennies auf den Augen eines toten Mimen. Und? Ich habe wohl unwillkürliche Lippenbewegungen gemacht. Wirklich? Denk an etwas anderes. Hier kotzt einer Regenbogen. 6.370.411,98. Sam? Glückstreffer. Tatsächlich? Denk an etwas anderes.
Reiner Segen ist ein großer, fetter... Hat er recht? Na und? Jeder denkt das. Ach ja? Dann denk an etwas anderes. Es reicht mit dieser lächerlichen Farce. Aufhören. Ich will auch mal. Oh je. Das ist unaussprechbar verdorben. Ja, stimmt. Mann, du bist klasse. Was hast du mit Myra zu tun? Ich werde Gast in ihrer Show sein, Dummchen. Genau, Dummchen. Ich stelle mein neues Buch vor. Emetik, das Handbuch für vielfarbiges Glück. Nehmt euch nachher auch... Kannst du uns stattdessen einfach eine Zusammenfassung in 10 Worten geben? Unsere Zeit ist knapp. 10 Worte? Oh je. Wie wär's mit Prismatologie ist die Antwort. Einhörner sind schön. Und Regenbogen auch. Das wären 10. Erstaune uns mit einem Taschenspielertrick, ja? Gut. Ich werde euch die Magie der Prismatologie in Aktion zeigen. Sucht euch irgendeine Farbe aus. Ocker. Nö. Malve. Gebrannt. Wie wär's mit einer Farbe, die ich kenne? Such dir eine Farbe aus, die... Rot, grün oder blau. So. Nee. Wir müssen ihn natürlich jetzt hier zu etwas bewegen. Und das bringt nur in grün was. Es ist nicht leicht, grün zu sein. Aber sicher. Mit Magie. Ah. Ich weiß, was du denkst. Ist es real oder eine Illusion? Sag mal, Reiner Siegen, können wir vielleicht ein Foto mit dir für unser Sammelalbum sofort vergessbarer Erinnerungen machen? Hervorragende Idee. Ich wünschte, ich hätte daran gedacht. Und das habe ich auch. Daher die Kamera. Und jetzt versammelt euch. Aber wie willst du das Foto machen? Mit Magie. Gut. Sagt Käsekuchen. Käsekuchen. Und wo ist das Bild, oh Magier? Oh je. Ich habe es wohl verlegt. Überprüf mal deine Taschen. Vielleicht habe ich es dort vergessen. Ja. Ich störe euer Freudenfest ja nur ungern, aber ich habe hier ein Problem. Keine Angst, holde Maid. Reiner Segen ist... Ja, was auch immer. Unser Moderator ist vor ein paar Stunden zu Myra gegangen und nicht wieder rausgekommen. Kannst du für ihn einspringen? Kann ein Schmetterling fliegen? Ja, er kann. Was muss ich tun? Wenn ein Kandidat auf die Bühne kommt, liest du ihm einfach eine Frage von der Karte vor. Wenn er sie falsch beantwortet, beleidigst du ihn und schickst ihn von der Bühne. Oh nein, nein. Prismatologie lehrt uns, jedermann zu lieben. Schon gut. Ungeachtet. Lies einfach die gut, Karte. Ich liebe dich trotzdem noch. Emetik. Stört das Leben deine Verdauung? Blockiert die Wirklichkeit deinen Stuhlgang? Vertreibe deine Probleme mit Emetik, dem Handbuch für vielfarbige Fröhlichkeit. Ich habe schon ein Exemplar. Ich lese es jeden Morgen auf dem Örtchen. In der Tat, vielfarbige Fröhlichkeit. Ja. Wie wär's mit einem weiteren Bild, Reiner Segen? Wie wär's damit? Statt ein neues Bild zu machen, recyceln wir einfach das alte. Klar, was auch immer. Versammelt euch! So, also wir haben jetzt tatsächlich ein Bild. Ne? Da. Und, ja. Anklopfen wäre höflich. Wir zeichnen hier nämlich eine Show auf. Morgenstund hat Gold im Mund. Es ist Myra Stump selbst. Du selbst. Wie wär's, wenn du die Geiseln jetzt gehen lässt? Geiseln? Sie sind meine Gäste. Wisst ihr, wenn mir etwas auf den Keks geht, dann ist es diese amoklaufende Opferkultur in den heutigen Medien. Oh, Schluchz! Myras Publikum hat luxuriöse Minivans bekommen. Jetzt müssen sich diese Leute Sorgen um Parkplätze machen. Ich verstehe, was du meinst, Myra. Es ist genauso, wie wenn ich den Leuten sage, betrachtet es nicht als Schusswunde, sondern als Gelegenheit für eine... Ja. Im Ernst,
Wir sind mehr oder weniger Gesetzesvertreter und wir müssen darauf bestehen, dass du die Geiseln freilässt. Natürlich, sobald die Show vorbei ist. Und wann wäre das genau? Ach, wer weiß das schon. Wir haben noch so viele Gelegenheiten für Geschenke. Ich habe in der Bühne gerade einen Jahresvorrat Industrieseife gefunden. Ich glaube, den werde ich verschenken. Oder für eine... Können wir reinkommen und die Show sehen? Könnt ihr? Wolltet ihr nicht sagen... Dürfen wir reinkommen und die Show sehen? Das ist viel besser. Nein, wir sind voll besetzt. Die einzigen Leute, die noch reinkommen, sind die Berühmtheiten, die in der Show auftreten. Dürfen wir als Gäste in deiner Show auftreten? Ich kann hervorragend über mich selbst reden. Seid ihr berühmt? Vielleicht im Rahmen einer Internetpetition oder im Sinne von, es sollte ein Gesetz geben. Nicht gut genug. Ich brauche Beweise für eure explosive Star-Power. Ich habe letzte Woche eine öffentliche Toilette in die Luft gegeben. Ich will zum einen eine Kopie deines Schallplattenvertrages sehen. Nun, wie wär's, wenn Sie... Schallplatten. Vertrag. Und einen Clip aus deiner berühmten Fernsehshow. Heutzutage bist du ein Nichts, wenn du nicht Schauspieler... Schallplattenvertrag, Fernsehclip. Klar wie Kloßbrühe. Keine Klöße, ich bin auf Diät. Aber natürlich brauche ich noch einen Beweis für eure Verwicklung in einen schlüpfrigen Skandal. Wir müssen in einen Skandal verwickelt sein? Klar doch. Was glaubst du wohl, was das für eine Show ist? Sollen wir darauf wirklich antworten? Schaut mal, es ist ganz einfach. Zeigt mir einen Schallplattenvertrag, einen Clip aus eurer Fernsehshow und einen Beweis, dass ihr in einen Skandal verwickelt seid. Dann ist das alles? Zufällig haben wir einen Clip unserer blöden Sitcom-Hits Großstadt Cowboys dabei. Wir sind die Standards. Nun ja, ich bin schon beeindruckt, wie tief die Standards für Unterhaltung in diesem Land gesunken sind. Danke. Aber ihr braucht auch einen Plattenvertrag und einen netten, saftigen Skandal, um Gäste in meiner Show zu sein. Ich hole mein Autogrammalbum. Wir sind gleich wieder da. Es ist zu schön, um drin zu hocken. Ihr Jungs solltet draußen spielen. Und du solltest aufhören, so ein Gesicht zu machen, Schätzchen. Wenn du nicht vorsichtig bist, bleibt es Welches leben. Gesicht? So. Dann werden wir mal kein Millionär werden. Wer wird niemals Millionär? Gutes altes Warp-TV. Wo kein Pferd so tot ist, dass man es nicht noch ein paar Mal schlagen könnte. Leute, wir haben einen Kandidaten. Auf geht's! Und nun kommt aus den tiefsten Eingeweiden von Warp TV, wer wird niemals Millionär? Mit unserem ganz besonderen Gastmoderator Rainer Siegen. Hallöchen. Ich bin Rainer Siegen. Unsere ersten Kandidaten sind zwei Jungs von der Freelance Police. Sie feuern gern mit ihren Kanonen wahllos um sich und überfahren gerne Dinge. Ein herzliches Willkommen für Sam und Max. Hör mal, Sam, sie lieben uns. Willkommen. Du kennst die Regeln. Wenn du auch nur eine Frage richtig beantworten kannst, verlässt du die Bühne als Millionär. Rainer, lass schon mal die Geldtransporter beladen, denn mein Kopf enthält so viel unnützes Wissen, dass man ein kleines chilenisches Dorf für Jahrzehnte mit Energie versorgen könnte. Es stimmt. Gut, bist du bereit? Welch ein Glück. Das ist leicht. Wenn ein Mann vom Pferdekopfnebel in einem mit dreifacher Lichtgeschwindigkeit fliegenden Raumschiff startet und sein Vater zur gleichen Zeit mit halber Geschwindigkeit von Regel 2 startet, wie viele Nanosekunden dauert es, bis das Zeitparadoxon dafür sorgt, dass der erste Mann nie geboren wurde? Was? Ich müsste raten. Patty Dukes böser Zwillingscousin. Oh, so dicht dran. Aber nein, leider verloren. Das ist empörend. Ich verlange eine neue Wir haben immerhin einen bemerkenswerten Trostpreis. Eine Ausgabe von Emetik von mir, Rainer Siegen. Nein, danke. Mir reicht schon das brennende Schamgefühl und das neu gewonnene Gespür für Unzulänglichkeit. Gut. Erfahren Sie gleich nach diesen Verbraucherinformationen, welcher arme Knopf als nächster seine Chance auf die Millionen vergibt. Ja, so sind die. So, wir müssen ja erstmal kurz woanders nochmal hin.
Hier wurde schnell umgebaut. Ich sehe nicht so recht, wie du gleichzeitig singen und Juror sein kannst. Ich glaube nicht, dass uns das Publikum hey, das... Sam, täuschen mich meine Augen oder sind das da drüben unsere ehemals hypnotisierten Ex-Kinderstar-Bekanntschaften von den Limo-Lausern? Ach du dicker Qual, Lutscher, du hast recht. Was für ein Zufall. Könnten wir einen anderen Juror finden? Wie wär's mit einem von denen da? Ihr hättet wohl nicht zufällig Interesse daran, als Juror bei Peinliche Idole mitzumachen. Jene abgefahrene neuen Show, in der wir unangenehme Unterhaltung aus dem fehlgeleiteten Glauben der Leute in ihre eigenen... Ja, ich verspreche, dass ich in meinen Beleidigungen der Teilnehmer auch völlig unparteiisch sein werde. Schön, schön, setz dich. Gut, ich werde singen. Und hier sind wir wieder mit Peinliche Idole. Die Juroren platzen schon vor Ungeduld. Also begrüßen wir unseren ersten Kandidaten, Glupschi. Bin ich blau? Wer bist du? Kann ich fliegen? Nun, das war etwas nachlässig. Aber mir hat besonders gut gefallen, wie du den hohen Ton getroffen hast. Das beeindruckt mich immer. Ich glaube, du bekommst meine Stimme. Ich stimme definitiv für dich. Immerhin bist du mein Bruder. Sehr beeindruckend. Du klingst eindeutig wie eine kranke Katze, die durch rostige Farmgeräte gezogen wird. Aber da dies ein Gesangswettbewerb ist, muss ich wohl für jemand anderen stimmen. Gibt es jemand anderen? Bis jetzt noch nicht. Juhu! So, kranke Katze. Hey, darf ich hier mal durchpusten? Nur zu, wir können jeden Teilnehmer gebrauchen. Meine Damen und Herren, hier ist unser nächster Kandidat, Sam. Hallo, ich möchte ein Lied vortragen mit dem Titel... Klingt wie von jemand anderem, nur irgendwie besser. Traurig heul den käsigen Mond ich an. Sie betrügt mich mit nem anderen Mann. Meine Musik reißt dich an den Hahn. Und nun zur Meinung unserer Jury. Bravo, dein zittriger Tenor ist wesentlich besser als das schrillige Quieke von Glupschi. Die Stilisierungen sind recht interessant, aber irgendwie fehlt mir ein wirklich hoher Ton. Glupschi kriegt immer noch meine Stimme. Ein wunderbarer Gesang und bezaubernde Texte. Aber Glupschi ist mein Bruder, daher muss ich wohl für ihn stimmen. Oh. Vergesst nicht, dass bei Peinliche Idole die Entscheidung der Juroren einstimmig sein muss. Wir melden uns gleich wieder mit weiteren spannenden Ereignissen. Und Schnitt! Du kannst übrigens gern noch einmal singen. Das könnte deine Chancen verbessern. Ja. Was ist mit dem Wasserbecken? Das ist Säure, Dumpfbacke. Noch nie die Show gesehen? Als wir dich zuletzt sahen, standest du mit deinen kleinen Ex-Kinderstar-Brüdern im Bann eines megalomanischen Hypnotiseurs mit fieser Frisur. Wie geht es denn seitdem so? Nun, nachdem ihr uns auf den Kopf geschlagen hattet... Wiederholt. ...haben unsere Karrieren einen Aufschwung erfahren. Eindeutig. Hey, Juror bei Peinliche Idole zu sein, ist eine riesige Gelegenheit. Ich spüre schon die Magie. Was kannst du mir über die Show erzählen, bei der du Juror bist? Da gibt es nicht viel zu sagen. Die Leute singen, wir beurteilen sie. Die Regisseurin kann dir sicher mehr erzählen. Wir Juroren brauchen uns nicht mit betrieblichen Details zu beschäftigen. Erzähl mir von den Kriterien, auf die du bei einem Gesangswettbewerb wie diesem achtest. Ich nehme es in Sachen technischem Können sehr genau. Normalerweise achte ich auf einen hohen Ton. Wer einen wirklich hohen Ton treffen kann, beeindruckt mich auf jeden Fall. Ich verstehe. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich hätte da noch einige andere... Jeder sein eigenes Leben. Sag mir, oh Juror, auf welche grausame Qualitäten achtest du bei einer... Brüderlichkeit! Ich stimme auf jeden Fall für Glupschi. Er ist mein Bruder. Und zwar der, der meinen Geburtstag nicht vergessen hat, wenn ich das anmerken darf. Hab doch gesagt, dass es mir leid tut.
Happy Birthday. Danke. Schön, dass sich wenigstens irgendwer dran erinnert. Hab doch gesagt, dass es mir leid tut. Was willst du denn noch? Was zum Knabbern wäre nett. Ist heute nicht auch St. Bonifatius-Tag? Der Schutzpatron fleischfressender Pflanzen und dorniger Dinge? Der ist, glaube ich... Der ist nächste Woche. Was für Vergünstigungen bringt diese Sache denn mit sich? Kriegt ihr schicke Garderoben und farbsortierte Süßigkeiten? Oh, Essen vom Edellieferservice. Ich hätte gern eine geröstete Kanada-Gans mit leicht angebeulten und... Unwahrscheinlich! Ich habe einen Geburtstagskuchen bestellt, aber er wurde nie geliefert. Ich glaube, die Mannschaft vom Lieferservice ist, wie alle anderen, in die Myra-Show gegangen. Alles, was wir bekamen, war ein Korb voller Tomaten. Was für ein lächerliches, unamerikanisches Wiesel bist du eigentlich, dass du keine Tomaten magst? Ich mag sie ja, aber sie mögen mich nicht. Was meinst du damit? Ich habe mal 12 Stunden auf der Toilette verbracht, nachdem ich irrtümlicherweise eine Gurke gegessen hatte, die neben einer Tomate auf dem Teller lag. Erzähl nicht weiter. Hm. Kannst du wenigstens diese Kirschtomaten essen? Sie sind Nein, keine Tomaten, kein Tomatensaft, kein Ketchup, nichts. Sonst bin ich für Stunden außer Gefecht. Das war alles wichtig, Geburtstagskuchen und Tomaten. Viel Spaß bei deinen Bewertungen. Bis später. Aha. Sam, hierhin? Jo, steht dir gut, Max. Danke. Hoffentlich ist dein Mittagessen... Hast du irgendwelche Ratschläge zu deinen Mitjuroren? Naja, in den örtlichen Jurorenkreisen munkelt man, dass Brilli absolut auf hohe Töne steht. Aber bei Strulli weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man seine Meinung ändern kann. Vielleicht können wir ihn anderweitig bearbeiten. Lass deine Leidenschaft für übereifrige Kritik nicht mit unserem hiesigen Primärziel kollidieren, Kleiner. Ich hab schon vergessen, was das ist. Myra Stump? Hält das Publikum als Geiseln? Ach, richtig. Manchmal tropft mein Schwamm etwas. Eine Tatsache, die nur zu gut bekannt ist. Ich glaube, ich sehe mich mal nach Hinweisen oder nach Brötchen vom Catering-Service um. Oder nach Wenn du ein paar Brötchen auftreibst, für mich bitte... 6. Aber warum ist diese Säurebecken im Boden? Einfach nur, damit die Show spannender wird. Und, funktioniert es? Nur, wenn jemand reinfällt. Aber hallo, Glubschi. Du unterentwickelter ehemaliger Nicht-Psychotherapeut. Wie schön, dir wieder mal über den Weg zu laufen. Ich weiß nicht, ob ich mich schon angemessen für die Schläge auf den Kopf neulich bedankt habe. Wiederholt. Oh, Dankbarkeit ist nicht so wichtig. Wir machen nur unsere Arbeit. Klar doch! Wie bekommst du eigentlich diese trommelfellversengenden hohen Töne? Wenn das bedeuten soll, dass ich künstliche Vokalverbesserungen benutze, ist die Antwort nein. Was ihr hier hört, ist der unverfälschte Glubschi. So hätte ich es auch ungefähr ausgedrückt. Im Ernst, bei deinen hohen Tönen ist wirklich kein Trick dabei? Ich habe doch schon gesagt, dass ich keine künstlichen Stimmverbesserungen benutze. Und ich weise die Unterstellung zurück. Ich habe eine Gabe, das ist alles. Deine Texte sind von beeindruckend seichter Qualität. Schreibst du sie selbst? Aber natürlich! Jede Ähnlichkeit mit Texten von anderen höchst populären Liedern sind Hommage, nicht Diebstahl. Ja, so könnte man es auch nennen. Und so hat sich bestimmt auch Coldplay mit... hier ist das Lied. Talk. Bei Talk rausgeredet, nachdem sie die Melodie nahezu 1:1 von Kraftwerk geklaut haben. Und zwar von Radioactivity. Ich würde zu gern wissen, ist da was dran an der Lippensynchronisierung der alten Limo-Lauser-Fernsehshow? Das haben wir nur in der veröffentlichten Version. Ich überlasse dich dem, was immer du hier tust. Viel Glück! So, dem klauen wir erstmal die Texte. Darf ich mal einen Blick drauf werfen? Klar, greif zu! Ich hab's auswendig gelernt! Bin ich blau? Wer bist du? Kann ich fliegen? Sehr beeindruckend.
Ist das dein Becher? Nö, der war schon da, als ich herkam. Letzte Woche. Ja. So. Jetzt müssen wir wieder etwas cheaten. Wir sind schließlich bei Sam und Max. Jetzt tauschen heimlich die Fragen aus. Hey, passt genau. Wir haben einen weiteren Kandidaten. Auf geht's! Hier sind wir wieder. Unsere nächsten Kandidaten sind wieder diese beiden Typen. Gut, bist du bereit? Lautet, bin ich blau? Nein, Rainer, du bist nicht blau. Oh weh, oh jemine. Das ist absolut richtig. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du bist Millionär. Wir sind reich, unverschämt reich. Wir sind gerade bankrott gegangen und werden daher nach der Werbung nicht wieder zurückkommen. Ich kann's nicht glauben. Es ist mir so peinlich, aber wir haben keine Millionen bar. Gütige Mutter aller Quizshow-Skandale. Wir müssen euch die Million Dollar in Essensmarken geben. Sie sind gleich da drüben. Moment, kann man mit Essensmarken tiefgefrorene Lakritzschnecken kaufen? Wir nehmen sie. Eins, zwei, 3, 174, 175, 999.999 und 1.000.000. Lass sie uns gleich ausgeben, Sam. Sie brennen mir noch ein Loch in die Tasche. Meine blähen sie ziemlich auf. Ja. So. Jetzt haben wir... durchgebrannt. So, Myra will uns ja immer noch nicht. Warte mal, hier ging es ja gar nicht weiter. Müssen wir einmal zurück. Die Kochshow. Das ist genug Schmalz, um die Arterien einer größeren Metropole zu verstopfen. Oder einen Zirkus mit geschmierten Eichhörnchen zu... Irgendwie schade, dass man dir die Kunstförderung gestrichen hat, Max. Der Kühlschrank ist ja gar kein Kühlschrank. Alles Schwindel. Hey Sam, darf ich... Hm? Oh... Willkommen zu Kochen ohne Durchblick, der Kochshow für die typische Junggesellenküche, in der es weder Früchte noch Gemüse noch gesunde Zutaten gibt. Die Show, in der aus wahllos ausgewählten Zutaten und kaum essbaren Materialien innerhalb von Minuten eine Mahlzeit entstehen. Für Chuck Flagon springen in dieser Woche diese beiden Jungs hier ein. Lebt einfach los! Hallo, willkommen bei der Show. Danke, Sam, es ist toll hier zu sein. Nicht du, Dummkopf, das Publikum. Oh, seid gegrüßt, bewundernde Anhänger. Und denkt daran, ich bin nur deswegen im Fernsehen, weil ich besser bin als ihr. Uns steht eine Runde kurioses Kochen bevor. Also machen wir uns gleich an die Arbeit. Was machen wir, Sir? So, wir machen einen Kuchen. Den Geburtstagskuchen. Ihr erinnert euch? Heute backen wir einen Kuchen. Besuchen wir unser Zutatenregal und füllen den Aromakübel mit aromatischem Aroma. Ich bin ziemlich sicher, dass das ein Topf ist. Max, überlassen wir das Kochen mir und das Essen dir. Tintenfisch-Tentakel. Eine Handvoll Tintenfisch-Tentakel? Am besten natürlich frisch gepflückt. Es ist völlig egal, was man hier reinmacht. Ich will bloß alles mal durchklicken.
Wombat-Sekrete? Ein oder zwei Spritzer Wombat-Sekrete? Achtet darauf, dass sie sich leicht feucht anfühlen. Die Wombats, nicht die... Ein bis zwei Handvoll Büffelchips? Man kann nie genug Büffelchips verwenden. Verwende die Schwefelsäure sparsam. Sie kann die anderen Zutaten leicht überwältigen. Und eure Geschmacksnerven und eure Speiseröhre. Natürlich dürfen ein paar Spritzer Haargel nicht fehlen. Keine Angst, Junggesellen. Solange ihr es nur zum Kochen verwendet, wird man euch nicht weniger als... Nur eine kleine Portion Uranpil? Für ein wahrhaft strahlendes... Natürlich wäre es ohne Tweed kein echtes Junggesellenessen. Und noch ein Tipp für Junggesellen. Mit Tweed kann man nicht nur kochen, sondern auch wunderbare Toupie. Ein Schuss rosa Nerzöl ist ein Muss. Nichts sagt, mein letztes Essen hatte ich in den 80ern. Besser als eine rosa Zutat. Kann man je genug Dachziegelscherben haben? Offensichtlich nicht. Ach, ich mach mir gleich in die Hosen vor Lachen. Ach, herrlich. Jeder Küchenchef hat eine Spezialzutat, von der noch nie jemand gehört hat. Meine ist Glutamat. Wenn man so viel davon reinhaut, dass es an Nacken, Armen und Brust höllisch brennt, ist man auf dem richtigen Weg. Ihr solltet auch ein paar getrocknete Dingo-Nieren zermahlen. Nur zu, Junggesellen, ihr habt sowas. Schaut doch mal unter den Sofakissen nach. Natürlich darf man die Asbestfaser nicht vergessen. Dieses Zeug ist nicht nur was für Schulessen. Es wird auch in echten Küchen... Mit dem Schmalz nun nicht knausern. Das stimmt. Nimmt man alles Schmalz aus Schmalzlocke, bleibt nur noch Locke. Gut gesagt, Max. Manche Dinge gehören einfach in eine Mahlzeit. Wie etwa Mönchsaffenpaste. Denn wie heißt es im Volksmund? Mit der Paste von Mönchsaffen wächst die Wampe. Vergesst auf keinen Fall rote Farbe Nummer 2. Wenn nicht wenigstens eine geringe Wahrscheinlichkeit für bösartige Tumore besteht, dann ist es kein... So, und jetzt? Und jetzt wird es gebacken, Sam. Ganz genau, Kleiner. Ab in den Ofen damit. Und dank der Magie der Kochshow Zeitbeschleunigung, ein riesiger leckerer Kuchen. Genau richtig für ein Festgelager allein, zu zweit oder mit Freunden. Mann, das nehmen wir aber mit. Ja. Lecker. So. Ah, schön. Wie viele Jahre man wohl bekommt, wenn man jemandem so einen Kuchen anbietet? Ach nee, halt, stimmt. Wir können ja erstmal zu Sybil. Ihr ein Alien-Foto geben. Sam, das ist perfekt. Dieses Foto ist die Krönung. Es fasst über 30 Jahre extraterrestrischer Beweisfotografien zusammen. Sybil, dieses Foto ist ein Schabernack. Genau. Etwas Besseres hätte ich nicht verlangen können. Jetzt kann ich die Zeitung drucken. Jetzt im Verkauf. Ja. Das scheint eine Art Vervielfältigungsapparat zu sein. Das ist ein Fotokopierer. Ich mache meine Zeitung damit. Sehr praktisch, wenn man keine Pinnwand hat. Ja. Ja. So, jetzt haben wir Sybil erstmal geholfen. Jetzt geht's auf zu Basco.
Wir sind berühmt. Hurra! Können wir jetzt anfangen, uns schlecht zu benehmen? Damit anfangen? Wenn das nicht Sam und Max sind! Ich habe euch im Fernsehen gesehen. Wie kannst du denn hier drin fernsehen? Oh, ich habe da Monitore, von denen ihr keinen. So. Würzsoßen. Ketchup, Senf und so lila Zeugs. So ähnlich wie im Fernsehen. So lila Zeugs. Etwas Ketchup macht sich auf einem Kuchen immer. So widerlich. Nachos. Für mich bitte mucho nacho. Max, mir fällt da etwas Tolles ein. Es geht dabei um dich, eine Mikrowelle und 2 Meter Alufolie. Erzähl weiter. Vielleicht ein andermal. Ja. So, Bosco. Wir hätten gerne deinen Stimmenmodulator. Hallo, Sir. Was steht an, Jungs? Wir möchten was kaufen. Gern geschehen. Wir kommen mit 1 Million amerikanischer Dollar in Besitz. Und jetzt her mit dem Stimmenmodulator. Meiner Treu! Essensmarken? Ich schätze, ich muss sie wohl akzeptieren. Blöde Regierungsverschwörung. Ist doch Mist! Völliger Unsinn! Hier, bitte, euer chemischer Stimmenmodulator. Das ist ein Heliumballon, der an einem Inhalator hängt. Aber er funktioniert. Vertraut mir nur. Ach du quietschige Eichhorn-Arie vom überdrehten Plattenspieler, es funktioniert. Danke, Bosco. Ja. Und jetzt können wir wieder zurück ins Fernsehstudio. Ja, Max. Wo geht's hin, Sam? Das Fernsehstudio. Au, ja! Ah. Jetzt, also es muss einstimmig sein, ne? So, er stimmt immer für seinen Bruder, das heißt, da können wir machen, was wir wollen. Das heißt, der muss weg. Ihn können wir überzeugen mit einem schönen hohen Ton, deswegen haben wir den Stimmenmodulator und er stimmt sowieso immer für uns. Also müssen wir jetzt erstmal Strulli wegkriegen. So, mit einem schönen Geburtstagskuchen. Hier, schau mal, friss und stirb. Happy Birthday! Oh, klasse! Geburtstagskuchen! Die rote Glasur sieht lecker aus. Mann, das war wirklich... Auszeit für Nummer 2! Was zum... Ihr solltet lieber nicht zu Myra gehen. Nun ja, wir können nicht warten. Da müssen wir die Show eben mit nur 2 Juroren beenden. Worauf immer ihr euch einigt, es gilt. Stimmt für mich! Nein? So, wie ging das da? War das so? Nein. Okay, dann war das so. Test. 1, 2, 3. Meine Damen und Herren, hier ist unser nächster Kandidat, Sam. Ich möchte ein kleines Lied vortragen mit dem Titel. Schnau auf der Autobahn ins Verderben. Traurig, hol den Käse
richtigen Mond ja. Was ich so weiß, wirst du nie erfahren. Das alles reimt sich, das Gott erbarm. Und nun zur Meinung unserer Jury. Ich bewundere deinen Mut noch mehr als deinen Gesang. Du hast meine Stimme immer noch. Danke, Kleiner. Dieser hohe Ton war geradezu festgenagelt und die Leistung war auch weniger nachlässig als bei meinem Bruder. Dafür gibt es meine Stimme. Hey! Alle verbliebenen Juroren haben sich geeinigt. Wir haben einen Sieger. Nein. Glückwunsch, Sam. Hier ist dein Schallplattenvertrag. Bing Bottom Records. Da wird fast ein Traum wahr. Really, das wirst du bereuen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, sobald ich vom Mount Rushmore zurück bin. Rushmore? Da sollte ich hinterher. Ich muss noch schnell meinen Goldfisch füttern. Nehmen wir noch auf? Auf Wiedersehen bei der nächsten Folge von Heinrich Idole. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Das sind alles Wörterbücher. Wer hat denn dieses Set eingerichtet? Wie immer Englischstudenten im unbezahlten Praktikum, jawoll! Die Kuh. Hey, Bossi. Ja, es qualmt ja hier schon. Ja? Oh, ihr beiden schon wieder. Nun, worum geht es? Ihr habt genau die Länge einer Werbeunterbrechung Zeit, um euch zu erklären. Was sind nochmal die Anforderungen für die Gäste deiner Show? Kein Problem, Schätzchen. Zeig mir deinen Plattenvertrag, einen Clip aus deiner TV-Show und den Beweis für einen deftigen Skandal. Und wenn wir unser eigenes Videospiel... Videospiele? Boah, diese Dinger ruinieren eure Augen. Sie sind furcht... Hey! Wir haben einen Plattenvertrag mit Bin Bottom Records. Sieh mal, du solltest uns als Gäste haben. Ich möchte, dass meine Gäste Berühmtheiten sind, über die das Publikum redet. Wart ihr in letzter Zeit in irgendeinen deftigen Skandal verwickelt? Unsere Vermieterin glaubt, dass ich den Trockner im Keller geschrottet habe. Kommt wieder, wenn die Medien über euch reden. Und vergesst nicht, euch vorher hinter den Ohren zu waschen. Momentan verzieren wir die Titelseite des goldenen Alien-Liebesdreiecks. Wie macht sich das als Skandal? Dürfen wir jetzt in deine Show? Oh, ich denke schon. Und wenn es nur deswegen ist, damit ich über Amerikas bedauernswert endlose Faszination mit der Verderbtheit... Yippie! Natürlich erwarte ich von euch tadelloses Verhalten. Und ihr stimmt allem zu, was ich sage. Und ihr beantwortet alle Fragen, die ich habe. Und ihr unterbrecht mich nicht. Und keine Ellbogen auf den Tisch. Und nicht rumschreien. Was ist mit? Während ihr in meiner Show seid, bleibt ihr ständig auf euren Sitzen. Ihr unterbrecht mich nicht, wenn ich rede. Und ihr behandelt das Publikum mit äußerstem Respekt, auch wenn ihr mit jedem vergehenden Jahr unsicherer werdet, ob es das auch verdient. Ich werde euch dann gleich auf die Bühne rufen. Mann, Max, Ruhm ist einfach nur eine nie endende Folge willkürlicher Ziele, die man erfüllt, um eine abweisende und verwirrte, wenn nicht sogar völlig geistesabwesende Autoritätsfigur zu... Ich weiß nicht, ob ich dazu stimme, Sam, aber ich habe sicherheitshalber schon mal mit meinem dekadenten Abstieg in eine verkommene Einen Riesenapplaus für Bessie Bowine und ihr neues Buch Das Herz hat vier Mägen. Wieder Coin über ein Leben in Hollywood. Erhältlich in allen größeren Buchläden. Dieses Mikrofon mag vielleicht wegen Überbeanspruchung Funken sprühen, aber deswegen packen wir es noch lange nicht ein. Unsere nächsten Gäste sind die Stars der noch nicht ganz abgesetzten Sitcom Großstadt-Cowboys. Gleichzeitig sind sie auch Gewinner und Juror der Show Peinliche Idole. Begrüßen wir Sam und Max. Höchste Vorsicht, Kleiner. Der Bär scheint in hypnotischer Hinsicht mehr als zwielichtig zu sein. Schattiger als die Knöchel eines fetten Mannes. Erledigen wir ihn wie Enten in der Gosse.
Halt! Meine Gäste sitzen an diesem Ende. Aber dieser Bär hat dich... Platz! Wir sitzen, wo immer Gnäfrau es wünschen. Sehr schön. Was ist, Sam? Können wir uns den Teddy nicht einfach schnappen? Offensichtlich sind die Gesetze der Physik auf der Bühne einer Talkshow etwas anderes, Kleiner. Wir müssen wohl mitspielen. Sam und Max, ihr seid talentierte und topaktuelle Berühmtheiten, die die Welt der Unterhaltung im Sturm erobert haben. Darum wollen wir natürlich alles über eure Verwicklung in den im Goldenen Alien-Liebesdreieck veröffentlichten Skandal wissen. Nein. Ich würde gern über diesen putzigen, wenngleich etwas heimtückisch wirkenden Bären auf deinem Schreibtisch sprechen. Kann ich ihn mal sehen? Ich weiß nicht, Sam. Kannst du? Darf ich ihn sehen, bitte? Nein, das darfst du nicht. Und wenn ich das mal sagen darf, wenn mir etwas auf den Keks geht, ist das der Moralverfall unserer Kultur. Können ist nicht das gleiche wie dürfen. Sollen ist nicht das gleiche wie bla 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 bla. Hoffentlich ist sie jetzt für einige Zeit mit ihrer Nörgelorgie bestimmt. Bla 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 bla, jack 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 jack. Das erinnert mich irgendwie an die Frau vom Häuptling aus dem ersten Teil. Bla 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 bla, jack 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 jack, bla 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 bla, jack 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 jack, bla bla bla. Ich fasse das Ding nicht an. Ich könnte einen Schlag kriegen. Bla bla bla, nein! Jack, bla di bla di bla di bla, yakidi 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 yak, ja, bla bla bla. Bla bla bla, yak 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 yak, bla di bla di bla di bla, yakidi yakidi. Ach ja, wo waren wir? Ich glaube, wir sprachen über das goldene Alien-Liebesdreieck und eure hässlich-skandalöse Affäre. Ich würde gerne singen, wenn ich darf. Ist das weise? Oh, ich hol den käsigen Mond, ich Hoppla! Vorsicht, Tiger! Das war wunderbar. Ich bin so bewegt, dass ich fast keine lange schikanierende Tirade in mir habe. Nein, wartet, da ist sie. Gott sei Dank. Selbstreferenzielle Liedermacherei ist ein gefährliches Blablabla, jack, jack, jack. Bla 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 bla, jack, so. Bladi 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 bla. Da wir an den Bären so nicht rankommen, müssen wir halt mit Trick 17 arbeiten. Und den Bären außer Gefecht setzen. Bla 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 bla. Ach ja, wo waren wir? Ich glaube, wir sprachen über das goldene Alien-Liebesdreieck und eure hässlich-skandalöse Affäre. Ja. Ich würde gern über unsere erfolgreiche Sitcom Großstadt-Cowboys reden. Gut, reden wir. Ihr beiden habt den Durchbruch als Stars in einer schlaffen, zügellosen Sitcom in den letzten Zügen geschafft. Wie schön für euch. Danke, wir haben einen Clip mitgebracht. Das habt ihr. Ich konnte ihn schon sehen. Und ich weigere mich, ihn meinem Publikum vorzuführen. Er enthält einen schockierenden Witz mit einem Kuhfladen. Welch trauriger Kommentar zur heutigen Kultur. Wenn der Kuhfladen einst wichtiger Rohstoff der amerikanischen Diät, bla bla bla, jack jack jack. Ich verstehe, warum Myra nur große Stars in ihre Show lässt. Weil sie leichtere Ziele sind? Wenn man groß genug ist, bleibt eventuell noch etwas übrig, wenn sie mit einem fährt. Bla 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 bla, jack. Ach ja, wo waren wir? Ich glaube, wir sprachen über das goldene Alien-Liebesdreieck und eure hässlich-skandalöse Affäre. Ja, dann machen wir das doch mal. Da gibt es etwas, das du über das Bild im goldenen Liebesdreieck... Ich weiß nicht, ob ich noch mehr wissen will. Vielleicht findet ihr Hollywood-Größen es lustig, mit euren interplanetarischen Aufrissen zu protzen. Aber der Rest von uns findet Dreiecksbeziehungen mit Aliens einfach ab. Aber das Foto ist nicht ganz das, nach dem es aussieht. Inwiefern? Das sagen wir natürlich nicht. Das sagen wir auch nicht. Ich möchte über dich reden. Nein, das machen wir alles nicht. Es erzählt nicht die ganze Geschichte. Es ist noch jemand anderes verwickelt. Jemand, den das Bild nicht zeigt. Wie schockierend. Wer? Bessie Bovine, unser Co-Star in Großstadt Cowboys. Du liebe Zeit. Liebes Publikum, sollen wir sie noch einmal herausbitten? Auch wenn der Kommentar offensichtlich ist, das war schockierend. Atmet sie noch? Ein wenig, aber der gruselige Teddybär ist hinüber. Wer
verflixt. Ich wollte ihm noch ein paar Fragen stellen und mit ihm vielleicht ein paar Politiker hypnotisieren. Und wieder schlägt sich ein ruhmreicher Traum das Kinn am schmutzigen Bordstein auf. Die gute Nachricht, das Publikum kann endlich nach Hause. Schade, ich hatte mich gerade aufgewärmt. Ob uns Myra wohl bald wieder in ihre Show einlädt? Da wir gerade vom Unwahrscheinlichen sprechen, hast du bemerkt, dass wir zwei Fälle hatten, in denen es um hypnotische Gedankenkontrolle ging? Ist das reiner Zufall? Ich glaube schon. Die Zahnräder des Universums greifen oft auf Wegen ineinander, die wir nicht sehen sollen. Da wir gerade von Dingen reden, die wir nicht sehen sollten, es gibt ein neues Restaurant im Zoo, in dem man das essen kann, was auch die Tiere bekommen. Leere Popcornschachteln und Zigarettenkippen? Und gepresste Altbrotlaibe voller Tranquilizer und Antidepressiva. Brotlaibe machen mich müde. Gehen wir doch zurück in die Kochshow und versuchen, ob wir gebratene Schweineschwarten hinkriegen. Gut, aber ich bekomme die Haxen. Ja, das war Situation Comedy. Die zweite Folge aus der ersten Staffel von Sam und Max. Man könnte natürlich jetzt da mit Myra noch ein bisschen geistigen Dünnschiss reden, aber das ist irgendwie alles nicht spannend. Das ist alles mehr so nervtötend. Und deswegen habe ich jetzt gleich mal die Schlüsselszene vorweggenommen als erstes, damit wir jetzt schnell zum Abspann kommen und auch dieses Let's Play hinter uns haben. Nein, kannst du natürlich nicht. Aber es ist trotzdem da zu Ende, die zweite Folge. Wenn ihr auf die Uhr guckt, stellt ihr fest, oder hier auf den Schieberegler hier vom Video, auch wieder knapp anderthalb Stunden. So werden auch die nächsten Episoden höchstwahrscheinlich sein, also wieder so um die 90 Minuten. Ist jetzt nicht schlimm, aber ein bisschen länger hätte es doch schon sein können. Egal, mir hat es auf jeden Fall einen riesen Spaß gemacht. Ich habe Tränen gelacht an verschiedensten Stellen, ich hoffe ihr auch, denn dann bringt's was. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn ich die dritte Episode durchgespielt habe. Die heißt The Mole, The Mop and The Meatball. Ich bin selber schon sehr gespannt darauf und freue mich, wenn ich euch wieder mit begrüßen darf. Ihr werdet es übrigens nicht verpassen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ein Daumen hoch ist natürlich auch mal bei einem So-und-So-Video total super, finde ich. Weil es gibt ein tolles Feedback darüber. Falls ihr irgendwas verbessern soll, irgendwas auf jeden Fall nicht mehr machen soll und so weiter, mal abgesehen vom Rumhusten, das habe ich nicht vor, weiterhin durchzuführen, zumindest nicht dauerhaft, dann einfach rein in die Kommentare, denn für konstruktive Kritik sind sie schließlich da und ich bedanke mich und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, bis denn. Tschüss. Ja, wirklich Schluss.